Hi Leute, willkommen zu unserem Leben. Fabian ist gerade hinter der Kamera. Wir sind heute im Krümelzimmer. Hier steht noch eine Pelletheizung. Ja, aber hier wohnt Krümel theoretisch. Er hat da auch eine Katzenklappe, das heißt, er kann rein und raus, wie er möchte. Da. Und wir machen heute eine kleine Springstunde mit ihm, sagen wir so. Wir haben Leckerlis, einmal solche Knapperkissen und noch ganz normale. Und so Katzenfutter und so. Genau. Und mit dem werden wir dann mal ein bisschen springen üben. Zu den Leckerlis, ihr müsst die jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Ihr müsst sie, also ihr müsst selber das Futter finden für eure Katze bzw. die Leckerlis. Weil das kann verschieden sein. Manche Katzen mögen die halt mehr, manche mögen das hier mehr. Ihr mag das eigentlich nicht so, aber als Leckerli geht's. Ja, genau. Gut, ich gebe dann mal Fabienne. Bitte. Übrigens, falls ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, das hier ist Krümel. Der ist im ersten Video auch lang gerannt. Hat eine kleine, kurze Rolle. Wir werden jetzt springen. Ganz wichtig. Erstmal klein anfangen. Wir fangen jetzt nicht klein an, weil wir haben das mit ihm schon mehrmals geübt. Also einfach über die Hürde werfen oder so, wenn die Katze es nicht gesehen hat, einfach nochmal drauf zeigen. Hilft meistens, weil dann die Katze sieht, ah, da liegt was. Einmal drehen. Und dann kann die noch einfach mal so. Und dann springt er, wenn man drauf zeigt. Genau. Katzen sind eigentlich sehr springfreudig. Ja, die glaube ich. Können ja auch sehr hoch springen und so. Also von daher dürfte also eigentlich kein Problem sein. Der lag auch mal hier oben auf der Heizung. Da oben auf der Spitze dort. Krümel. Man kann dann später auch mal probieren, das über beide Hürden zu werfen. Jetzt ist er ganz elegant dran vorbeigegangen. Ist aber für den Anfang noch nicht schlimm. Also auch wenn eure Katzen das jetzt nicht so machen wie Krümel. Übung macht den Meister, sagt man immer. Und ja. Achso, das könnt ihr gerne nachmachen. Das haben wir noch vergessen zu sagen. Also das geht mit. Also mit Pferden wird es jetzt in einem Raum jetzt nicht so gehen, aber man könnte auch einfach einen Hund nehmen. Wo ist das Knallkäfchen mit drei Kissen? Das lag hier irgendwo. Wo ist denn das Knüppelkissen? Wer weiß. Vielleicht nochmal. Ach, da. Hier. Da war es. In der Ritze gerade. Nicht außen rum gehen. Dafür gibt es halt nichts. Theoretisch, also müssten schon springen. Zumindest muss Krümel jetzt wirklich springen. Jetzt geht er wieder außen rum. Er hat den. Wir haben ihn einfach nochmal hinsetzen oder so. Oder irgendwie richten. Zack. Einmal rumdrehen. So. Bricht die ganze Hürde zusammen. Guck mal da, Krümel. Guck mal hier. Krümel. Ja. So, jetzt kommt er. Manchmal brauchen die ein paar. Wenn eure Katze manchmal ist es so, dass die Katze halt einfach keine Lust mehr, so hoch zu springen. Da müsst ihr lieber zwei Hürden oder so zu springen. Dann müsst ihr einfach nochmal. Das probieren. Dass sie nochmal ein bisschen springt, aber halt nur über eine Hürde. Ja. Warte, wir können nochmal hier hoch. Ja, der hat da einen Kratzbaum, wo so ein wie Korb oben drauf ist und da springt er auch. Kann man ihn auch hochlocken. Wieder runter und über die Hürde. Ja. Und damit kann man dann auch einen kleinen Hindernisparcours machen, dass man sagt, man will, dass er von dort oben hier runter über die Hürde und dann wieder aufs Sofa geht. Und er irgendeinen anderen Parcours, wie es halt gerade so passt. Und dann kann man die halt dafür loben. Man kann es auch rückwärts machen. Komm her.
mal wieder zeigen. Muss man manchmal aufpassen, weil jetzt kann es auch sein, dass er den anderen Weg nimmt. Da darf er nämlich jetzt mal nicht lang. Und Krümmel. Das ist mein Absperr. Krümmel. Krümmel. Da oben. Krümmel. Solange es riecht, zack. Jetzt hat er es zumindest gesehen. Krümmel. Zack und da hoch. Yeah. Also manchmal brauchen die ein paar Anläufe, sagen wir so. Ja. Aber um es zu schaffen. Meistens klappt es dann irgendwann. Ja. Ich meine Geduld, aber irgendwann wird es schon klappen. Und seid eure Katze oder euren Kater nicht böse, wenn sie es beim ersten Mal nicht schaffen. Oder es nicht so aussieht. Ist beim ersten Mal auch hier drunter durchgerannt, da war der Schuh halt noch nicht da. Aber da ist er da auch drunter durchgerannt. Manchmal ist er drunter durch und da hat er seinen Schwanz so aufgestellt, also seinen. Ja, da ist die Körper. Ja. Und er hat die Stange runtergerissen. Also hat den Pinsel runtergeschmissen. Ja. Ach, ja. Wie gesagt, ihr könnt mit allen Materialien Hürden bauen. Krümeli. Ihr könnt Kisten oder so nehmen. Ja. Und dann ist das zu weit. No. Darf ich jetzt nochmal? Wir tauschen nochmal. Dann seht ihr mich auch nochmal. Also da kann man sich auch so hinstellen zum Beispiel. Also eine Krumme nach. Komm mal. Komm, hin. 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 Komm, irgendwas zu machen, dann selbst werfen wir die jetzt noch hin. Ja. Und ja, dann würde ich auch wieder sagen, abonniert uns, aktiviert die Glocke, ja. Lasst einen Daumen nach oben da. Also wir freuen uns auf jeden Fall theoretisch, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und nicht einen Daumen nach unten. Da sind wir nämlich traurig. Wie gesagt, ja. Wir machen die YouTube-Sache noch nicht lange. Das ist jetzt unser zweites Video. Ja. Und das ist ein bisschen schwer für uns, weil wir sind auch noch Kinder. Unsere Eltern machen selber auch YouTube, aber wir waren doch schon mal in Videos dabei. Aber wir dachten uns, wir machen einen eigenen, da geht es nämlich um uns und die Tiere und alles andere in unserem Leben. Und da können wir auch mal gerne, wenn ihr wollt, die Hobbys oder so vorstellen. Ja. Ich meine jetzt nicht alle, aber ich meine ein Hobby. Genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und schalte wieder ein. Ja. Das heißt unser Leben. Tschüss. Tschüss.